Runde und ganz, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Die Wunderwelt aus Papier. Ich freue mich total und ich sehe gerade, ich habe heute wieder mal vergessen, da eine Werbung hinzuschreiben. Das werden wir jetzt nur ganz schnell nachholen. So, damit sind wir wieder auf der sicheren Seite sozusagen. Okay, meine Lieben. So. Da geht es jetzt auch hoffentlich in Kürze los. Und ich glaube, die Mädels und Jungs können mich hoffentlich schon sehen. Hallo, 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 ihr Lieben. Schönen guten Abend nochmal in die Runde. Und ja, herzlich willkommen zu meiner nächsten Reihe oder zu meiner nächsten Folge, so muss ich eigentlich sagen, aus der Reihe Stempel lernen von der Pike auf. Und heute werden wir mehrfarbig embossen. Das Thema Embossen ist unfassbar umfangreich, oder? Was sagt ihr? Ihr Lieben, ich finde es ja mega und ich hoffe, dass euch heute auch meine Ideen oder meine Inspirationen dazu wieder gut gefallen. Wir werden uns also heute anschauen, wie wir wirklich richtig gehen, mehrfarbig embossen oder eben auch so wie da den Hintergrund gestalten können. Oder eben die einfachste Art von mehrfarbig embossen ist natürlich sowas in diese Richtung, wo man eben verschiedene Pulver sozusagen auf einem Stück Papier draufbringt. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Und ich kann euch vielleicht schon vorab verraten, wir werden am Donnerstag, na, heute ist Donnerstag, oder? Ich bin ganz durcheinander, durch das, dass gestern Feiertag war. Wir werden am Dienstag die Reihe Stempeln von der Pike auf mit dem letzten Teil zum heiß emprägen, heiß embossen sozusagen beenden. Und da habe ich auch noch mal ganz, ganz, ganz pfiffige Varianten. Da bin ich dann gespannt, was ihr sagt. Aber heute kümmern wir uns jetzt einmal um die vorerst vorletzte Folge dazu sozusagen. Und zwar um das mehrfarbige Embossen. Und da fangen wir jetzt gleich an. Und zwar, ich beginne mit euch wirklich jetzt mit dieser Variante der Karte. Mehrfarbige Embossen, eben am allereinfachsten oder die schlichteste Variante auf weißem Papier in verschiedenen Farben. Und im Prinzip ist es wieder so wie immer. Also wir tragen großzügig unser Embossing-Pulver auf. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zum Thema heiß prägen, heiß embossen, dann bitte schreibt das gerne rein in den Chat. Das ist immer gut, dann kann ich das gut sehen. Und ich möchte euch jetzt eben gerade sagen, wie ich das mal eben gemacht habe. Also, ich trage einmal schön unseren Embossing-Body wieder auf und schaue, dass das Papier da schön sauber ist. Dann habe ich heute gearbeitet mit dem Stempelset Christmas Season. Ihr wisst ja, das wird übernommen in den nächsten Katalog, in den nächsten Herbst-Winter-Katalog, ist aber momentan noch ganz normal bestellbar und gibt es im Moment nur als Produktpaket. Im nächsten Katalog dann nimmer. Das heißt, wem heute meine Beispiele gefallen und wer das Stempelset noch nicht hat, ist es fast geschickter, sich das jetzt noch zu holen, weil man es mit Bestandteilen 10% günstiger kriegt, als zu warten auf die nächste Saison sozusagen, weil man dann das zwar getrennt voneinander bestellen kann, aber nicht mehr 10% reduziert. Das als kleiner Tipp am Rande. Und ich hoffe, ich erzähle euch jetzt keinen Schmunzes, weil ich weiß, ein Set, glaube ich, wird übernommen mit 10%. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ausgerechnet das. Also, ich sage jetzt einmal so, zu 90% gibt es es noch nicht mehr mit 10%. Gut, ihr Lieben. Okay, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie, oder? Haben wir gerade heute mal gehabt oder gestern in unserem Wunderwelt-Mädel-Chat. Schön, ihr Lieben. Also, wir brauchen Versamark. Wir haben eben die diversen Stempel und wir brauchen natürlich verschiedene Farben von Embossing-Pulver. Und ich beginne wieder mit dem größten dieser Stempelteile, vielleicht sage ich euch noch schnell, welche ich mir rausgesucht habe. Und zwar diesen verwenden wir und den und die Beeren und die kleinen Beeren und den Zweig. Genau. Den und die zwei. Und mit denen legen wir jetzt los. Und ich wollte es eben wirklich so gemischt wie möglich haben. Von daher habe ich mich entschieden, mit dem größten anzufangen. Und den stempel ich mir da einfach kreuz und quer drauf. Übrigens, bitte wundert es euch nicht. Diese Stempel haben ja so ein bisschen einen 2D-Effekt. Das heißt, da ist dann auch das Stempelpulver geht da jetzt nicht überall ganz gleich an. Da kann
gerade mal schnell schauen, wie ich den gestempelt habe, damit ich ein bisschen unterschiedlich da dran bin. Also die gehen nicht ganz gleich an, weil sie eben so ein, ja, sieht sie eh beim Abstempeln, die haben ein paar hellere und ein paar dunklere Stellen und dementsprechend wird natürlich auch die Farbe nicht überall ganz gleichmäßig drauf geben. Dann brauchen wir zunächst mal Gold. Mit dem fangen wir also jetzt mal an. Geben wir uns das da großzügig über unser gestempeltes drüber. Einmal abklopfen. Übrigens, wenn da dort und da ein bisschen mehr Pulver drauf bleibt, ist es bei der Technik, wo es jetzt ganz so bunt wird, sage ich jetzt einmal, und wo wir da eigentlich ja mehr oder weniger einen Hintergrund gestalten, finde ich das da jetzt gar nicht so tragisch. Also da darf ruhig dort und da mal ein bisschen mehr Gold noch drauf sein. Aber was ich natürlich nicht möchte, ist sowas wie da so ein Strich. Also keine Ahnung, was ich da jetzt draufgebracht habe. Aber das werden wir uns natürlich ein bisschen herunterwischen. Wollen wir natürlich nicht haben. So, aber ansonsten ist das jetzt so eigentlich total okay. Übrigens habe ich jetzt, glaube ich, letztens gelesen in die Kommentare, ob denn der Embossing-Föhn tatsächlich so leise ist vom Stampin' Up oder ob ich da die Lautstärke runterregle. Nein, ich regle da keine Lautstärke nach unten. Der Embossing-Föhn ist jetzt nicht irre laut, aber durch das, dass ich ja mit meinem Headset sozusagen arbeite und so das Mikrofon eigentlich mehr oder weniger ziemlich in der Nähe habe bei mir, ist der Föhn tatsächlich interessanterweise bei Live, wenn man ihn übers Video sieht, eher leiser als in Natura. Er ist in Natura schon ein kleines bisschen lauter, aber er ist jetzt nicht extrem unangenehm laut. So, okay, das mal zur Erklärung dazu. Dann haben wir da jetzt schon fast die erste Runde entpasst, sozusagen. Und ihr wisst ja nicht allzu lange, aber schon so, dass es überall schön geschmolzen ist. Übrigens, spannender Effekt, und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Seht ihr das da beim Gold, da an der Stelle, da draußen? Versuche ich das mal ein bisschen. Da sieht man es jetzt schön. Also da sieht man es so richtig schön glänzen an der Stelle und da nach hinten wird es matt. Könnt ihr das erkennen? Da sieht man dann total gut. Also zumindest in Natura sieht man da gut, dass da an der Stelle da hinten das Embossingpulver noch nicht ganz geschmolzen ist. Und von daher werden wir da jetzt noch ganz ein kleines bisschen drauf fahren, so dass das auch an der Stelle richtig schön glänzt und geschmolzen ist. Also achtet da immer drauf, schaut einmal, dreht euch einmal das Papier ein bisschen, damit ihr seht, glänzt es auch überall richtig schön. Okay. Gut, dann können wir schon auf den zweiten Stempelabdruck gehen. Und der zweite, da nehme ich mir jetzt diesen hier und den emboss ich mir in Silber. Und auch bei dem werden wir den jetzt gerade so ein bisschen kreuz und quer da drauf bauen. Upsa. Immer auch über den Rand hinaus, wenn ihr so Art Designerpapier gestaltet. Wenn wir da einen schönen Hintergrund haben. Also von daher immer auch ein bisschen über die Kante rausarbeiten. Und das werden wir uns jetzt in Silber einpassen. So, voilà. Ich hoffe ja sehr, dass ihr heute alle einen schönen Tag gehabt habt. Meiner war ganz. Ganz nett, ich habe heute mal ganz, ganz früh gestartet. Ich habe heute meine Beispielkarten schon um 7 Uhr früh gewerkelt. Irgendwie war ich heute so früh auf. Normalerweise, meine Wunderweltmädels kennen mich ja recht gut. Die wissen, normalerweise ist mit mir um diese Zeit noch gar nichts anzufangen. Aber irgendwie heute war es so komisch, keine Ahnung. Irgendwie war ich volle früh total fit und habe mich da sofort rangesetzt und die heutigen Karten gewerkelt und es war total schön, es war nur so eine Ruhe. Überhaupt ist so eine Ruhe momentan. Bei uns in Österreich hat es so viel Schnee und ich liebe das ja, wenn es so richtig viel schneit, dann wird die ganze Welt so leise und da ist es irgendwie so, soll ich denn sagen, so fein halt.
sicher wieder kalt und schneeig war. Ja, kalt und schneeig war es. Aber ich finde, das hat immer so was Beruhigendes. So eine Schneedecke ist im wahrsten Sinne des Wortes oder so eine Decke irgendwie. Da ist man, also ich mag das total gern. Ich liebe das. Ich meine, am allerliebsten natürlich erinnern, wo es so richtig schön warm ist, aber rausschauen, wie es so schön schneit, das finde ich total super. Das liebe ich sehr. Ach ja. So, da la. Und schon sind wir da wieder beim letzten Punkt angelangt. Und damit haben wir jetzt die Silber drauf und da sind wir schon zweifarbig sozusagen. Ne? Dann werden wir uns jetzt dort gleich die Kugeln einstempeln, die da in so sind. Eigentlich sind ja das die Misteln, aber das macht nichts. Für mich sind das jetzt da so die Kugel, die ich da einstempel. Und die machen wir auch da jetzt wieder in Kupfer. Also, heute seht ihr mal alle metallischen Töne in Einsatz da bei mir. Dann werden wir mal das so richtig die ganze Bandbreite zum Einsatz bringen, sozusagen. Der Stempel ist ja eigentlich für ein anderes Blattwerk gedacht, aber ich finde, dass die Kugel da so lustig reinpassen, dass wir die da einfach gefallen haben da dazu. Ja, Beatrix sogar. Es ist leise, es ist friedlich und die Luft ist so sauber. Das stimmt. Also Schneeluft oder überhaupt so Winterluft ist irgendwie was ganz Spezielles. Das finde ich auch. Also mag ich persönlich lieber als so heiß und schwül. Das finde ich immer ganz furchtbar. Da ist mir so eine Schneeluft einfach um vieles lieber. So. Ihr seht schon, Kupfer ist ein bisschen gröber. Das können. So. Da klopfen wir das schön ab. Und dann geht's schon in die nächste Runde. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht, werdet sich der eine oder andere wundern und sagen, ja okay, aber wie kann sie jetzt da öfter drüber fahren und warum schmilzt die oder überemboss sie das daneben nicht? Erstens einmal schaue ich wirklich, dass ich so kurz wie möglich embosse, also wirklich nur, bis das Pulver richtig schön geschmolzen ist und nicht länger. Also ihr seht schon, ich bleibe da relativ kurz drauf. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass ihr wirklich nur an die Stelle hinfahrt mit dem heißen Strom, wo ihr auch wirklich das Pulver zum Schmelzen bringen wollt. Also ich fahre jetzt nicht wunder wie daneben noch hin, damit ich mir eben nicht die Silber- und Goldstellen überembosse sozusagen, sondern ich versuche wirklich die Bereiche, wo ich jetzt gerade hinstempel, recht schnell und kurz zu erhitzen. Zwar schon so, dass das Pulver schön verschmilzt, aber eben nicht recht viel länger. Gut, und jetzt kommen wir mal zu dem Zweigerl. Und bei dem Zweigerl habe ich mir jetzt ausgedacht, das möchte ich gerne in Weiß embossen. Und jetzt ist mir aber Weiß auf Weiß zu langweilig. Von daher habe ich mich da entschieden, dass ich mir das Stempelkissen in Espresso dazu nehme. Ihr könnt jetzt auch einen Grünton verwenden, aber ich wollte ganz in die erdigen und Gold-Silbertöne bleiben. Und von daher habe ich mich für Espresso entschieden. Es würde aber jetzt natürlich ein Tannengrün auch total gut passen. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen flotter arbeiten, weil ihr wisst ja, mit Farbe und Embossing-Pulver muss man das auf jeden Fall schon vorher herrichten. Und ich nehme jetzt ganz bewusst nicht klares Embossing-Pulver, sondern weißes, weil ich möchte gern so wie eine Art Schneezweig haben, der aber von unten her ein bisschen dunkler durchschimmert. Deshalb habe ich mich für das Espresso entschieden. Würde ich jetzt ein Grün drunter haben, dann würde es leicht grünlich durchschimmern. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Variante da dazu. Und von daher stempeln wir den einmal gleich rein und werden aber da jetzt auch pronto sofort das weiße Embossing-Pulver draufgeben. Zwar müssen wir das jetzt nicht gleich erhitzen, also so lange bleibt das da schon drauf, aber zumindest hält sich es da jetzt an der Stelle schon einmal fest. Und so werden wir jetzt da Stück für Stück durchgehen. Also ihr seht schon, so mehrfarbig embossen ist natürlich ein bisschen Aufwand. Gell? Also muss man schon ein bisschen öfter
ran an den Stempel sozusagen und ein bisschen mehr Einsatz geben. Aber ich finde, es lohnt sich total. Also es schaut dann halt einfach wirklich richtig gut aus. Der Effekt ist einfach super. Und das ist jetzt auch im Prinzip die aufwendigste Variante. Die zwei anderen Varianten, die ich euch dann noch zeige, die gehen wesentlich schneller. Jetzt dann sehen, das ist dann kein so Hexenwerk mehr. Deshalb habe ich mir gedacht, ich fange mit dem aufwendigsten an. Weil wenn ihr euch da nicht vergrault, dann werdet ihr euch das andere vielleicht auch noch fertig anschauen wollen. Ach ja. Gewitzt, die Frau Hödel. Ha, was sagt ihr? Die denkt mit. So. Fein, Karin. Es freut mich, dass Ihnen der Hintergrund gefällt. Mir gefällt das auch. Ich finde das total entzückend. Und mir gefällt eben vor allem die Farbkombination wirklich richtig, richtig gut. Auch mit dem Braun unter dem Weiß. Das wird man jetzt dann natürlich noch im Bossen ein kleines bisschen weniger gut sehen. Aber auch das macht ja wieder genau den Charme aus. Warte mal schnell schauen. Ja, passt. Es wäre nämlich der Hintergrund für zwei Karten, deshalb habe ich nicht da fertig embossed, weil ich nur so ungefähr 21, 22 cm brauche von dem Stück. So, ihr seht es also, farbig stempeln und dort drauf Embossing-Pulver funktioniert wirklich bestens, sofern ihr schnell arbeitet. Also wirklich vorher das Embossing-Pulver aufmachen, schauen, dass ihr da schnell soweit seid und dann kann es auch schon losgehen. Und bitte erschreckt es nicht, das weiße Embossing-Pulver ist eins, das finde ich, ist ein bisschen duftintensiv, mal schön ausgedrückt. Man könnte auch sagen, es stinkt. Das ist einfach, das weiße Embossing-Pulver ist einfach ein bisschen speziell, zumindest für meine Nase. Der andere wird vielleicht sagen, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber für meine Nase, für meine spezielle Nase stinkt es. Weiß Embossing-Pulver ein bisschen. Okay, schaut gut aus. Es ist alles schön geschmolzen. Und ihr seht es eben nur so ganz ein bisschen dunkel durchschimmern. Und ich finde, das passt eben einfach mit der Farbkombination total super gut zusammen. Also, ja, mir gefällt es. Ich find es hübsch. Und jetzt wollen wir nur zum letzten Stempel gehen. Und der letzte Stempel sind die kleinen Pünktchen. Und da habe ich jetzt nur eine kleine Überraschung, wenn man so will, für euch. Oder einen kleinen weiteren Tipp, man könnte es auch so nennen. Und zwar habe ich mir extra in einer separaten Dose, und ihr könnt das auch in einem kleinen Dosal machen. Also ihr müsst da jetzt nicht so eine ganz große Dose anfangen wie ich, aber ich habe halt noch mehrere so Dosen gehabt und habe dann halt eine für die verwendet. Und zwar könnt ihr euch ohne weiteres auch ein Glitzer-Embossing-Pulver machen. Und das funktioniert eigentlich am besten, wenn ihr euch ein klares Embossing-Pulver nehmt und da ein Glitter reingibt. Da könnt ihr den Glitter reingeben, den auch immer ihr reingeben wollt. Ich habe da so einen Multicolor-Glitter drinnen, der zwar so ein bisschen eine silbrige Basis hat, aber er schimmert wirklich in allen Farben. Und wenn ihr schaut, der ist ganz fein. Also der Glitter, den ich da reingeben habe, er wirkt jetzt da echt ziemlich silbrig und grau, weil er ist in Wirklichkeit ist er ganz Multicolor. Also er glänzt in sämtlichen Farben. Aber er ist ganz fein, er ist fast so fein wie das Embossing-Pulver selber. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr einen super feinen Glitter verwendet. Aber es schaut einfach mega aus. Und von daher könnt ihr eben ein klares Embossing-Pulver, aber wichtig klar, nicht weiß, ein klares Embossing-Pulver nehmen. Ich habe da drinnen jetzt zwei Dosen, würde ich sagen. Aber das ist viel, gell? Ihr habt es mit einem Dosen auch leicht genug. Und in etwa nur die Hälfte Glitter dazu. Also das müsst ihr ein bisschen ausprobieren, wie ihr das Verhältnis von Glitter und klarem Embossing-Pulver miteinander haben wollt. Jedenfalls, das funktioniert total super. Und da stempel ich mir jetzt gerade noch so dazwischen rein. Stempel ich mir da jetzt jede Menge nur so kleine Pünktchen rein. Und die werde ich mir dann eben mit diesem klaren Glitter-Embossing-Pulver noch, ja, bestücken. Und ihr werdet sehen, das schaut richtig, richtig, richtig gut aus. Das ist natürlich nicht so deckend jetzt wie
wie wenn man jetzt ein richtiges Embossing-Pulver hat. Richtiges Embossing-Pulver ist ja das in Wirklichkeit auch, weil ja klares dabei ist. Aber das klare Pulver hat eigentlich da in dem Fall jetzt nur den Zweck, dass es mir den Glitter ein bisschen bindet. Das ist aber natürlich nicht so intensiv dann, wie jetzt ein Gold oder ein Silber ist. Aber es hat dann ein bisschen ein Glitter drinnen. Also so schaut es aus, wenn es noch nicht embossed ist. Das ist noch relativ unspektakulär. Jetzt werden wir die ganze Hitze erwärmen. Und dann hat man da richtige Glitzerpunkte dazwischen. Und eben wie gesagt, durch das Anföhnen von dem Glitzer, also von dem klaren Embossingpulver, das hält dann den Glitzer richtig gut fest. Und ich würde es aber eben deshalb klar nehmen, weil das weiße Embossingpulver wird eigentlich den Glitzer wieder teilweise abdecken. Und wenn ihr auf einen farbigen Untergrund geht, dann habt ihr halt weiß drauf und sonst ist es halt klar glänzend. Und klar glänzend finde ich persönlich jetzt auf jeden Fall schöner als weiß. Okay. Ach, da habe ich nicht übersehen, aber ist gleich. Da stempel ich nachher noch einen rein. Ja, und so schaut jetzt das Ganze aus. Also, ihr seht schon, das ist jetzt da ziemlich klar im Brust und dazwischen ist eben überall so ein bisschen Glitter. Da sieht man es auch schön. Und auch da. Ist jetzt relativ zart. Wer jetzt mehr Glitter möchte, muss einfach mehr Glitter reingeben. Aber es schaut richtig, richtig gut aus. Und in Natura, es ist immer ein bisschen blöd, weil Glitter geht über die Kamera ganz, ganz schlecht zum Zeigen. Aber in Natura schaut es wirklich, wirklich, richtig super aus. Und ich zeige euch jetzt nur mal die fertige Karte. Und da, glaube ich, sieht man es jetzt auch noch mal ganz schön. Da sind jetzt da die Glitterpunkte. Und ich finde, das wirkt einfach ganz, ganz, ganz mega. Wirkt total elegant. Und das ist jetzt wirklich, ich meine, vom Hintergrund her ist das viel Arbeit, aber aus dem Streifen bringe ich jetzt zwei solcher Karten raus. Und da ist jetzt in Wirklichkeit gar nicht mehr zu tun, als unten einen Spruch hinzustempeln. Und das habe ich nur drauf gemattet. Und das Gemattete ist aus dem dreifarbigen Gold raus. Und zwar ist es der bräunliche Goldton. Also, ich hoffe, ihr könnt es da jetzt ein bisschen besser erkennen. Da sieht man, glaube ich, das mit dem Glitter ein bisschen besser. Ich hoffe, man kann es da besser erkennen. Ich finde auf jeden Fall, dass das richtig, richtig schön und edel ausschaut. Mir gefällt das wirklich total gut. Und eben, wie gesagt, in Natura ist es total super, weil da der Glitter nicht so wie über die Kamera wirkt es fast nur Silber. Aber der Glitter, der ist in Natura, glitzert der in Grüntöne und in Blautöne und in Rottöne. Also der glitzert richtig in allen schönen Tönen. Ja, das ist also die Variante 1 von dem mehrfarbigen Bossen. Im Prinzip ganz simpel. Man nimmt einfach eben verschiedene Stempelabdrücke und da dazu eben die verschiedenen Embossingpulver und macht eins nach dem anderen. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Variante 2. Und Variante 2 finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Und zwar habe ich mir da auch wieder einfach einen Hintergrund genommen. In dem Fall verwende ich ganz bewusst einen dunklen Karton. Unser liebes Sietchen wird jetzt wahrscheinlich wieder die Krise kriegen, weil ich mich für Lodengrün entschieden habe. Ihr könnt es aber auch Waldmoos nehmen, Brombeermoos, was auch immer ihr halt wollt. Und das hängt da immer ein bisschen davon ab, natürlich, was für einen Stempelabdruck man sich aussucht, also was man halt gerade umsetzen möchte. Und mir geht es da jetzt bei dieser Variante darum, so den Hintergrund so ein bisschen holzig ausschauen zu lassen, aber ihn schick. Und von daher habe ich mir jetzt diesen Hintergrundstempel rausgenommen aus dem Herbstset. Das wird der eine oder andere von euch vielleicht auch noch daheim rumliegen haben. Und zwar das Gorgeous Leaf. Da haben wir da unten diesen Holzstempel. Und mit dem arbeite ich jetzt wieder mit Versamark. Und da stempel ich mir jetzt einfach das ganze Blatterl, das ist jetzt ein 21x7 cm Stück. Und das stempel ich mir da jetzt einfach gut mit Versamark voll. Versuche da das schön aufzufüllen. Wer hat, kann da natürlich ganz, ganz super gut einen großen Hintergrundstempel verwenden. Das geht natürlich auch sehr gut. Dann muss man da nicht nur kleine Flächen auffüllen. Aber ich persönlich bin nicht so ein Hintergrundstempel-Fan, deshalb habe ich
nicht einmal einen großen Hintergrundstempel daheim. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht einen. Heute habe ich mal gesucht, habe ich mir gedacht, das gibt es ja gar nicht, aber es gibt es in der Tat. Durch das, dass ich, wenn ich einen Hintergrund irgendwie hübsch haben will, dann tue ich mir eher embossen als stempeln. Das ist halt Geschmackssache, ne? Alles können auch wir nicht haben. Ja, also, ihr seht schon, da habe ich mir jetzt einfach einmal geschwind drüber gestempelt und jetzt verwende ich auch da wieder Gold und Silber in Kombination. Ich beginne aber mit Silber, weil mir das sympathisch ist. Und werde mir da jetzt das Silber auf mein Versamark einfach so ein bisschen drüber streuen. Eher punktuell, vielleicht nicht ganz zu viel. Und werde das einfach so ein bisschen kreuz und quer, so ein bisschen draufgeben, aber nicht an allen Stellen. Also, so wie es da jetzt ist, lasse ich mir das schon gut sein. Ein klein wenig abklopfen. Und wichtig bei die Embossingpulver immer die Dosen zumachen. Also, falls die am Boden fliegen und die sind geschlossen, ist man der Chef. Falls sie am Boden fliegen und sie sind offen, hat man echt einen Hut auf. Also, da nützt dann nicht einmal nur der Handstaubsauger was. Nur weil ihr immer so lacht über meinen Handstaubsauger. Ja, und jetzt gehe ich da über den Rest noch mit Gold drüber und da kann ich jetzt da wirklich großzügig drüber gehen. Durch das, dass ich das Silber vorher schon abgeklopft habe, habe ich jetzt da auch keine Sorge, dass ich mir das Gold mit Silber irgendwie verschmutze. Da geht jetzt nicht Wunder, wie viel ab. Also auf jeden Fall ist wenig genug, dass ich da jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten hätte. Und so habe ich jetzt Gold und Silber auf dem Teil drauf. Ich klopfe das jetzt nicht ganz fest ab, weil der Hintergrund soll eher ein bisschen üppiger sein, wie auch immer. Und von daher passt das gerade total gut. Ich kann mir schnell mal Löffel reingeben, sonst suche ich das dann. Und dann können wir das ganze Ding schon embossen. Und das ist also die nächste Variante des mehrfarbigen Embossens. Und ich finde das ganz, ganz speziell. Und ich finde gerade bei dunkel, da sieht man es richtig schön. Hoffentlich fahre ich wie die Kamera, wie so die Magie des Embossens ist. Ich finde das so, so, so schön, wenn das dann so anfängt so zu glänzen und zu verschmelzen und das matte Kupfer dann plötzlich richtig, oder das matte Pulver dann plötzlich richtig, richtig, richtig schick wird. Das ist speziell, oder? Ich liebe das. Ich mag das total. So schön. Dann machen wir da jetzt natürlich das letzte Reststück darin. Einmal schauen, dass wir überall wirklich schön was verschmolzen haben. Ja, passt. Und schon hat man einen wirklich, wirklich richtig, richtig coolen Hintergrund. Finde ich jetzt halt einmal. Und das wirkt wirklich auf einem dunklen Untergrund megamäßig. Also auf dunklen Untergrund super. Ich zeige euch jetzt dazu einen hellen Hintergrund, weil unter dem habe ich es heute in der Früh als erstes probiert. Und da wirkt es für mich gar nicht. Also auf weiß, ich bin ja sonst eher die, die was total gern auf weiß bastelt. Und auf weiß finde ich, da geht es mir zu viel unter. Da ist es, da kommt es nicht so richtig raus. Also das finde ich ganz, ganz spannend, dass man manchmal auch wirklich mit Farbkartonfarben arbeiten muss, damit man sieht, wie cool der Unterschied sein kann, wenn man es eben ja, auf verschiedenen Farben ausprobiert. Also testet euch da wirklich einmal ein bisschen durch, was euch persönlich da besser gefällt. Und jetzt werden wir uns noch als letztes das zweifarbige Motiv drauf machen, und zwar diesen Zapfen. Und den Zapfen finde ich ja auch total super. Und das ist jetzt meine dritte Variante des mehrfarbigen Embossens sozusagen. Und zwar funktioniert das super mit Stempelabdrücke, die man übereinander legen kann. Also gerade bei dem Christmas Season, da haben wir das beim kleinen und auch beim großen Zapfen, dass man zuerst den großen stempeln kann und dann den kleinen drauf oder umgedreht, je nachdem, wie ihr das halt lieber macht. Ich bin immer die, die zuerst lieber den größeren stempelt und dann den feineren drauf. Aber das ist eben Geschmackssache. Und immer wenn ihr Stempel habt, wo sich
mehrere Stempel aufeinander super stempeln lassen. Da funktioniert die Variante, die ich jetzt sage, perfekt. Also das geht nicht nur mit dem Zapfen, sondern das geht auch mit Blumen oder mit Schmetterlingen oder was auch immer ihr heute halt daheim habt an Stempelsets, wo mehr, also die sogenannten Two-Step-Stempelsets, nicht, wo man also in zwei Schritten so quasi das Motiv stempelt oder manchmal auch in drei Schritten, da lässt sich das super umsetzen. Und wenn ihr einen Stempel habt, wo ihr in drei Schritten stempeln könnt, dann könnt ihr natürlich auch drei verschiedene Embossing-Pulver verwenden und habt nochmal einen coolen Effekt. Also spielt euch da wirklich ein bisschen, probiert das aus. Und vor allem das, was ich da jetzt super finde, ist, wir haben da wieder einen Klarsichtstempel. Ich stempel mir das jetzt ganz bewusst da so ein bisschen schräg drauf. Und bei Klarsichtstempel haben wir dann, und das werdet ihr jetzt gleich sehen, den Vorteil, dass man natürlich super schön durchsieht. Wenn wir uns den großen wieder in Gold natürlich embossen. Seht schon, ich bin so ein kleiner Goldfan. Also einmal kräftig Pulver drauf auf das gute Ding. Schön abklopfen. Immer Dose zu, ich sag's euch. Gewöhnt euch das an, immer Dose zu. Und dann werden wir uns das ganze Ding jetzt gleich einmal schmelzen. Okay. Einmal gründlich geschmolzen. Und jetzt seht ihr natürlich wie beim letzten Mal, es ist natürlich wieder ziemlich kriselig. Und so kriselig finde ich das jetzt gerade für diese mehrfarbige Geschichte nicht so schön. Von daher hole ich mir einfach wieder Versamark. Also ich mache mir da jetzt einen zweiten Stempelabdruck drauf. Übrigens zwei reichen für mich in dem Fall. Und jetzt seht ihr da total schön durch das, dass wir Klarsichtstempel haben und in dem Fall jetzt nicht einen weißen oder klaren Stempelabdruck wie beim letzten Video. Also mit klar geht das nicht so gut, aber mit farbig geht das super, weil ihr da ganz genau seht, wo euer Stempelabdruck umgeht und ihr das richtig schön drauflegen könnt. Und das Schöne bei Embossen Untergrund, da könnt ihr da drauf auch ein bisschen hin und her fahren und trotzdem bleibt aber das Embossing, die Paste vom Versamark, nur auf dem erhöhten drauf, weil ihr auf dem Boden vom Papier sozusagen gar nicht mehr leicht drauf kommt, außer ihr druckt es da Vollgas drauf. Aber das habe ich euch ja beim Basisstempeln schon gesagt, nicht Vollgas draufdrucken, sondern eher zart. Also müsst ihr schauen, bei Schrift sowieso eher zart und wenn ihr größere Flächen habt, dann könnt ihr ruhig ein bisschen fester draufdrucken, aber halt jetzt nicht Vollgas. So, damit haben wir jetzt da genau wieder schön das Pulver drauf. Können uns dies erneut erwärmen. Und schon haben wir da einen recht hübschen Zapfen. So schaut jetzt aus. Das ist für mich jetzt für diese Variante total super. Und jetzt werden wir uns den feineren Stempelabdruck drauf geben. Und da muss man halt jetzt ein bisschen Acht geben, wo man ihn genau hinstempelt. Ich orientiere mich da immer unten, dass ich es da schön drauf habe. Und wenn es da drauf ist, dann müsste es eigentlich auch so in etwa da sein, wo ich das, wo es hingehört. So ungefähr. Es ist eigentlich nicht ganz so tragisch. So, und jetzt kommt natürlich Silber. Eklat. Gut. Also die Silberschicht drauf. Übrigens, wenn. Ah, aber das könnte man eigentlich das nächste Mal machen. Über das sprechen wir das nächste Mal. So, einmal anwärmen. Und so schaut es jetzt aus. Und beim Silber gehe ich ganz bewusst nur einmal drauf, weil ich möchte auf jeden Fall, dass das Gold dort und da, so wie da, noch ein bisschen durchkommt. Seht ihr das? Das kommt da noch richtig schön durch. Und das finde ich total spannend, diese Technik von zwei verschiedenen Stempelabdrücken, die übereinander passen, die in zwei verschiedenen Farben zu embossen, finde ich persönlich total mega cool.
Ja, und wenn ihr den Hintergrund habt und das Zapferl gemacht habt, dann könnt ihr das so übereinander setzen, dann kommt dabei diese Karte raus. Und die finde ich total schick auch. Also mir gefällt die auch super, super, super gut. Und da sieht man jetzt die zwei verschiedenen Techniken miteinander, die machen echt voll einen Wow, oder? Was sagt ihr? Ich finde, die sind echt richtig, richtig fesch miteinander. Ja, ihr Lieben, das war also mein heutiger Beitrag sozusagen zum mehrfarbigen Embossen. Ich hoffe natürlich, dass euch das wieder total gefällt und dass ihr das eine oder andere ausprobieren werdet und mir vor allem einen Daumen hoch schenkt, hoffentlich. Und da haben wir jetzt nur die zweite Variante, das legen wir vielleicht da rein, dann könnt ihr das nochmal schön sehen. Und vor allem hoffe ich, dass wieder vielleicht der eine oder andere Tipp dabei war, der euch weiterhilft. Und wenn Fragen sind, wie gesagt, dann immer gern unten in die Kommentare auch reinschreiben, dann kann ich das lesen. Und ja, und wenn jemand Wünsche habt, dann bitte meldet euch gerne. Ich freue mich immer über Bestellungen, wenn ich euch was schicken darf. Ist immer schön. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt entlasse ich euch in ein nächstes schönes Adventwochenende. Wir Wunderweltmädels haben ja morgen Weihnachtsfeier. Das freue ich mich schon total. Und Ihnen wünsche ich einfach ein schönes Wochenende, schönes kommendes. Und wir sehen uns wieder am Dienstag zum Abschluss unserer Embossing-Geschichte, wenn man so will. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Und ja, mir bleibt nichts anderes als zu sagen, tschüss, baba, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.